Moin und hallo, hallo. Willkommen hier bei meinem Let's Play. Wie soll es auch anders sein? Wir begeben uns in Richtung Tempel des alten Volkes. Einen Moment. Leider müssen wir diese komisch mit uns rumschleppen. Lässt sich nichts dran ändern. Ja. Der Tempel ist... Nee, ist nicht markiert. Wir müssen auf jeden Fall zu einem blinkenden blauen Punkt. Da ist nämlich diese Tiny Bronco. Immer anal diese Säcke. Unglaubliche 81 Schaden, ich raste aus. Ja. Und weiter geht's. Also entweder bin ich jetzt die größere Runde gelaufen oder die kleinere. Nein, ich bin die größere gelaufen. So ein Dreck. Tschüss. Ich gehe noch nicht mal um, obwohl die Blitze effektiv sind. Die Iris ist einfach viel zu schwach. So, bye bye. Ein U-Boot-Hafen. Ja. Und mein Flugzeug. Und ich werde angegriffen. Nee, 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 so geht das nicht. Muhaha, One-Hit. Boah, da macht die sogar über 100 Schaden. Geht ja gar nicht. Tschüss. Boah, sie ist schon gleich eine Ebene hoch. Wo muss ich hin? Ich glaube... Hier lang. Und dann
So, hier rum. Und hier entlang. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Schön. Ich scheine dort nicht lang zu kommen. Da muss ich auch nicht hin. Egal. Wenn das da nicht ist, dann müsste es eigentlich in die Richtung gehen. Normalerweise. So. Yep. Hier sind wir richtig. Einmal speichern. Und rein da. Ich muss hier jetzt buddeln. Aber erstmal kaufe ich was. Ah, das Ding hat doppelte Verstärkung, aber bringt mir nichts. Das Ding ist nützlicher. Ach ja, zum Sachen-Gegenangriff, das ist, funktioniert, je höher das Level ist, desto öfter greift er bei erlittenem Schaden an. Aber eben nur mit seinem Schwert und nicht mit Zaubern, wie ich das eigentlich vorhatte. Schade drum, ist aber so. Gegenangriff und Uzi. So, passt. Warte. Ja, hier Ifrit und Shiva. Passt. Ja, den Stein habe ich.
warte nochmal. Tief im Süden. Na toll, hier sind wir falsch. Das Einzige, was es uns gebracht hat, ist gute Ausrüstung. Super. Jetzt kann ich hier komplett um die Welt nochmal rumschippern. Und da komme ich noch nicht mal lang. Junge, Junge, Junge. Das hier wo? So. Jetzt fahre ich außen rum. Hier lang. Und dann... Moment. Da ist die Schokobo-Farm. Aber da wollen wir ja nicht hin. Und rechts lang. Rechts rum, rechts lang, wie auch immer. Ja. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Ich hoffe, ich habe es gleich endlich gefunden. Das ist es nicht. Das auch nicht. Da ist es. Ihr seht, da Pyramide. Wie komme ich hin, wenn ich jetzt nochmal wieder gleich ganz außen rumfahren muss? Nee, hier scheint es lang zu gehen. Und hier an Land. Und wir speichern nochmal. Ja, Steckplatz 2. Schön. Das hätten wir. Und rein hier. Was hat sie denn jetzt? Ja, halt erst mit deinem Willen zurück, sonst saugt dir der Planet des Lebens, Dingens und so weg. Oh, ich muss ihn noch weiter mit mir rumschleppen. Und da oben ist wieder so ein Tätowierter. Schwarze Substanz.
Dumm gelaufen, ne? Ich sagte doch, da ist Sephiroth. Die Shinra haben nichts zu lachen. Ja, ich habe einen Schlüsselstein. Steck ihn rein. Lustig, einfach mal im Boden versinken. Riecht genau wie im Frosco Canyon. Oh, der alte Opa haut ab. Ja, das wird jetzt ein Gang durch Treppenhof unter Kisten suchen, Substanzen suchen und immer wieder angegriffen werden. Aber nicht. Ich dachte immer, wie viel hält das Viech aus, ey. Krasse Sache. Einmal heilen. Ja, schön. Versteinern Frosch-Kombo. Gegen Versteinern bin ich immun, aber nicht gegen Frosch. Das hat sich. So, eine Kiste. Dreizack. Okay, dann eben hier. Folge dem alten Mann.
Geist. Einfach ihn damit vollpumpen. Silbergewehr. Oh, das ist für Winst. Wer ist denn das? Erstmal ruhe ich mich aus. So, was? Ja. Wir entdingsen mal unseren Inventar. Edilmantel. So. Ordnen. Klar. Edilmantel bringt mir nichts, hat nur eben viele Schächte. Also weg damit. So, die Startausrüstung von Barret und Cloud kann ich irgendwie nicht verkaufen. Auch egal. Ich speichere mein Spiel. Und im nächsten Part werden wir hier... Nein. Dann bis zum nächsten Part. Ciao.